Punkt 19.3. Heute wichtiger Tag für die Dissidentenfraktion. Nächster Antrag von will Ihnen da nicht zu nahe treten. Mit den Redeanteilen in der Stadtratssitzung kann das bei vielen sagen eine Weile dauern, bis wir die durch sind. Also, wir kommen dazu, dass wir zunächst die Einbringung hätten. Das macht, glaube ich, Herr Schmählich laut meiner Liste. Dann haben wir einen Ersetzungsantrag der SPD und wir steigen ein in die Fraktionsrunde, die wir dann mit der SPD beginnen. Herr Schmählich, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sprechen nur zu den wichtigen Themen. Es geht nämlich hier in diesem Punkt um nichts Geringeres als eine Grundidee unseres demokratischen Gemeinwesens, nämlich Partizipation. In sehr vielen Bereichen, Demokratie ist nicht nur repräsentative Demokratie, sondern Demokratie ist im Wesentlichen in unserem Gemeinwesen so organisiert, dass in den Bereichen, wo Menschen auch in ihren Rollen betroffen sind, sie einbezogen werden sollen. Im besten Fall durch Mitbestimmungsrechte, auf jeden Fall aber durch partizipative Rechte. Schülerinnen und Schüler haben ihre Schülervertretungen, Eltern haben Elternvertretungen, Menschen in ihrer Rolle als Arbeitnehmer haben Betriebs- und Personalräte. Deshalb ist es auch nur logisch, dass in einem zentralen Bereich des Lebens, nämlich im Bereich des Wohnens, die Menschen auch einbezogen werden in Entscheidungen. Und deshalb ist die Idee von Mieterinnenbeiräte eigentlich eine uralte Idee. Sie ist immerhin schon vor 100 Jahren eingeführt worden in sehr vielen Städten. Und hier in Dresden ist gerade vor dem Hintergrund, dass sich der Bestand an kommunalen Wohnungen ja durch unsere Entscheidung am Ende verdoppeln wird, unsere Entscheidung, Vonovia-Wohnungen anzukaufen, glaube ich, auch die Notwendigkeit geboten, dass wir als Stadt in dem Bereich, den wir selbst entscheiden können, mit gutem Beispiel vorangehen. Ich darf in Erinnerung rufen, dass wir für 2 Jahren mehrheitlich in diesem Stadtrat eine Aufforderung in Richtung Vonovia beschlossen haben, für ihren Geltungsbereich Mieterinnenbeiräte einzuführen. Dies hat die Vonovia nach internen Beratungen mehr oder weniger abgelehnt. Und so sage ich aber mal, wenn wir auch keine Einflussmöglichkeiten auf Fremdunternehmen haben, auf unser eigenes Unternehmen, haben wir dies. Und ich denke, dass unter den beschriebenen Gesichtspunkten es notwendig ist, in der Tat notwendig ist, dass wir hier für unseren Wirkungsbereich solche Mieterinnenbeiräte schaffen, die nämlich direkten Einfluss nehmen sollen. Inwieweit zum Beispiel Einfluss auf die Wohngestaltung, Rede- und Mitsprachemöglichkeiten auch bei solchen Fragen wie Nebenkosten. Es gibt dafür erprobte Modelle und ich finde, wir können hier für Dresden auf diese erprobten Modelle, zum Beispiel auch aus Berlin, durchaus zurückgreifen. Gestatten Sie mir eine in dem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtige politische Bemerkung. Gerade hier in diesem Stadtrat, und wir hatten gestern auch eine solche Debatte gehabt, spielen sich ja manche auf, so als die Vollstrecker des Volkswillens. Wenn ich mir aber dann anschaue, wie man, wenn es um konkrete Bürgerbeteiligung geht, nämlich um Mitsprachemöglichkeiten für betroffene Bürgerinnen und Bürger, dann schlagen sich in die Büsche und ich hoffe, dass dies heute nicht wieder passiert. Zum Antrag der SPD, 2 Anmerkungen, den habe ich nicht verstanden, lieber Vincent. Den habe ich nicht verstanden, mag an meinen intellektuellen Fähigkeiten liegen. Da steht nämlich immer etwas drin von Mitbestimmung. Dachte ich, oh, die wollen mehr als die Dissidenten. Pustekuchen, wenn man reinschaut, kommt am Ende auch nichts anderes bei raus, als das, was man gemeinhin in die Zuständigkeit von Mieterinnen und Mieterbeiräten betrachtet. Deshalb halte ich ihn für überflüssig. Und aus dem Grunde bin ich der Auffassung, wir können auch
auf den Ursprungsantrag der Dissidenten zurückgreifen. Und ich hoffe, er findet eine Mehrheit. Demokratie, das ist ja immer so, alle Macht geht vom Volke aus. Tucholsky sagt, wenn sie einmal ausgegangen sind, kommt sie nie wieder zurück. Lassen Sie uns im Grunde genommen gemeinsam durch die Einführung von Mieterinnenbeiräte hier bei unserer WED einen kleinen Beitrag zu mehr Partizipation der Bürgerinnen und Bürger leisten und diese Entscheidung hier heute treffen. Vielen Dank. Ersatzungsantrag SPD, Herr Treves. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr gern, lieber Michael, erkläre ich dir nochmal, warum wir einen Ersetzungsantrag geschrieben haben. Einsteigen möchte ich aber auch erstmal mit einem Bekenntnis zu MieterInnenbeiräten, denn auch aus Sicht der SPD-Fraktion ist es ein sehr wichtiges und sehr richtiges Instrument und insbesondere zu einer kommunalen Wohnungsgesellschaft gehören sie einfach dazu und deswegen hoffe ich auch sehr, dass wir heute den Beschluss treffen, dass die WED MieterInnenbeiräte einrichtet bzw. dafür ein Konzept entwickelt. Das, was die Dissidenten hier aufgeschrieben haben, ist ja schon alles sehr festgelegt. Es mag sein, dass es das in anderen Städten schon erfolgreich in dieser Form praktiziert wird. Trotz allem sind wir als SPD-Fraktion der Meinung, dass wir kein Konzept aus anderen Städten jetzt über die WED überstülpen sollten, weil die WED als vergleichsweise junges Unternehmen, vergleichsweise kleines Unternehmen mit noch vergleichsweise wenigen Wohnungen in einer ganz anderen Situation ist als viele, viele andere kommunale Wohnungsgesellschaften. Deswegen haben wir den Ersetzungsantrag geschrieben und wollen den Oberbürgermeister beauftragen bzw. die WED beauftragen in der Endkonsequenz ein eigenes Konzept zur MieterInnenmitbestimmung zu entwickeln. Denn wenn man sich das anschaut, was die Dissidenten aufgeschrieben haben, dann ist das doch extrem kleinteilig. Da wird davon geschrieben, dass MieterInnenbeiräte in Häusern gegründet werden können ab 6 Mietparteien. Wenn ich mir so das Portfolio der WED anschaue, dann ist das sehr über die Stadt verteilt. Relativ viele kleinteilige Wohngebäude, die sich auch häufig nicht gut zusammenfassen lassen, weil sie sehr weit auseinander liegen, in unterschiedlichsten Stadtteilen sind. Das heißt, wenn wir dieses mit diesem sehr verstreuten Wohnungsportfolio oder Häuserportfolio der WED diese Formulierung der Dissidenten hier heute beschließen, dann entstehen ganz, ganz viele Ein-Personen-MieterInnenbeiräte in diesen ganz weit verstreuten Objekten. Doch, Johannes, weil ihr habt nämlich da reingeschrieben, dass in jedem Haus, das 6 Mietparteien hat oder mehr, so ein eigener MieterInnenbeirat initiiert werden kann. Ein zweiter Punkt, der aus unserer Sicht doch auch relativ kleinteilig ist, sind die 25% Wahlbeteiligung für die Legitimation. An denen ist an sich erstmal nichts auszusetzen. Wenn ich die aber kombiniere mit dieser Tatsache, ein MieterInnenbeirat in einem Objekt mit 6 Mietparteien, reicht es, wenn sich quasi 2 Haushalte miteinander absprechen und dann gemeinsam sich auch an dieser Wahlbeteiligung und wenn die anderen 4 nicht mitmachen, dann ist dieser MieterInnenbeirat für dieses Objekt trotzdem legitimiert und ordnungsgemäß nach dem Konzept der Dissidenten eingesetzt. Auch das finden wir tatsächlich nicht ganz so zielführend. Deswegen das Petitum. Ja zu MieterInnenbeiräten in der WED, aber lassen Sie uns gemeinsam beauftragen, dass die WED gemeinsam mit den jetzt heute schon dort wohnenden Mieterinnen und Mietern ein eigenes Konzept entwickelt, was auf unser Unternehmen, auf unser kommunales Wohnungsunternehmen passt, was uns dann hier auch nochmal zum Beschluss vorgelegt wird. Und dann machen wir da, glaube ich, wirklich einen richtigen Schuh draus. Deswegen bitte ich um Zustimmung zum Antrag der SPD-Fraktion. So, jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde, beginnen erneut mit der SPD. Herr Engel, noch das Wort oder hat Herr Treves alles gesagt, was wichtig war? So, dann wäre als nächstes die FDP-Fraktion an der Reihe. Herr Blüthner verzichtet. Freie Wähler, Freie Bürger ist kaum da, verzichtet damit auch. Dissidenten hatten wir. AfD, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, ein Mieterbeirat ist theoretisch ein schöner Gedanke. Mein erster Gedanke war gewesen, die Gründung der Sowjetunion, das ging auch über Beiräte.
Aber nein, darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, um eine Mitbestimmung. Ein wesentlicher Teil dieser Mitbestimmung, die dort beschrieben ist, ist zum Beispiel bei Sanierungen. Nun, die Häuser sind alle frisch neu gebaut. Wann wird denn dort mal eine Sanierung kommen? Wir reden vielleicht von 20, 30 Jahren, wo das mal losgeht. Die haben eine Legislatur von 2 Jahren, sie sollen gewählt werden, alles ganz schick, alles ganz schön. Was aber dabei nicht bedacht wird, dass der Effekt dieser Beiräte nicht wirklich da ist. Weil letztlich gesehen in einer Stadt, in der nicht mal 50% die Leute zur Wahl gehen, wenn ihr Oberbürgermeister gewählt wird, warum sollten die sich darum kümmern? Die sind mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Darüber hinaus sind natürlich die Beiräte, die im Stadtrat gut funktionieren. Aber warum funktionieren die gut im Stadtrat? Weil die Stadträte dafür jeden Monat über 60 Euro überwiesen bekommen. Für jeden Beirat, wo sie Mitglied sind. Das wäre da nicht Fall, das ist logischerweise Ehrenamt und gibt kein Geld. Das heißt also, sie können nicht von sich, von ihrer Stadtratsblase ausgehen, dass das funktioniert. Zum Antrag der SPD muss ich dazu sagen, es ist wunderbar, wie sie die Finanzierung planen für die WID. Aus Sicht der WID ist das richtig klasse. Ein schönes Konzept, was in ihre gesamte Firmenstruktur eingewoben werden muss. Das ist allerdings kein kleines Konzept, wo man sich mal eben hinsetzt und man mal ein Brainstorming macht. Das ist richtig aufwendig, das kostet richtig Geld. Wir reden hier von mehreren 10.000 Euro. Und wer zahlt es? Die Stadt Dresden, die es bezahlen soll. Das heißt also, die Bürger, die mit der WID gar nichts zu tun haben, die sowieso schon nicht gerade ein Fan davon sind. Gut, was die WID angeht, muss man sagen, es ist ein sozialer Beitrag, dass da gebaut werden muss, wobei natürlich jetzt die WID nicht unbedingt der wirkliche Bringer ist. Wir haben es ja gesehen, das ist nämlich kein Erfolgskonzept. Auf jeden Fall wollen Sie hier nochmal Geld der Bürger verwenden, damit ein Beirat entstehen kann, der nicht wirklich einen Effekt hat. Das ist völliger Blödsinn und zeigt, wie die SPD mit Steuergeldern umgeht, nämlich völlig irrsinnig. Und noch einen kleinen Hinweis an die Dissidenten, den Obmenschen, den Sie reingeschrieben haben, den gibt es nicht. Es gibt den Obmann, die Obfrau und es gibt die Obleute. Aber es gibt keine Obmenschen. Beim nächsten Mal ein bisschen mehr nachschauen. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Herr Löser, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst Kollege Gielke, will ich noch mal wiederholen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, die WID ist kein Erfolgsrezept. Also Sie sagen, die WID ist kein Erfolgskonzept, das heißt, die gebauten Wohnungen der WED sind für Sie nicht existent. Ich vermute ja mal, Sie wollen eigentlich sagen, weil momentan kein Bau stattfindet, ist die WED kein Erfolgskonzept. Das ist aber sehr aus der jetzigen Sicht geguckt. Und wenn Sie mal schauen, wie die Wohnungen aufgewachsen sind, kann man das so, glaube ich, nicht stehen lassen. Und Sie haben auch gesagt, Sie wollen den Leuten das eigentlich abnehmen, dass die das selber entscheiden können. Ich glaube, die Mieterinnen und Mieter können das am Ende ganz gut selber entscheiden, müssen das nicht von Ihnen gesagt bekommen, ob Sie es nun machen oder nicht. Wir möchten uns ausdrücklich bedanken bei den Dissidenten für diesen Antrag. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr den gestellt habt. Wir unterstützen diese Möglichkeit dieser Beiräte. Es wäre sehr schön gewesen, wenn die SPD versucht hätte, mit den Dissidenten hier gemeinsam um die Fichte zu kommen. Denn das war eigentlich das, was ich erwartet hätte, wenn ihr tatsächlich gemeinsam dieses politische Ziel verfolgt. So steht jetzt die Gefahr, dass das Ganze hier scheitert. Und das fände ich sehr, sehr ungünstig. Wir werden dem Dissidentenantrag zustimmen, weil wir glauben, dass man diesen Beirat dann so ausgestalten kann, wie er für Dresden okay ist, und wünschen uns hier eine Zustimmung im Stadtrat. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung für die CDU-Fraktion, Herr Lehmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, Herr Drebs hatte ja schon den Finger in der Wunde, als er festgestellt hat, dass die neu gebauten Häuser und Wohnungen der WED über das Stadtgebiet verteilt sind. Und das führt genau dazu, wenn man dem Dissidentenantrag folgt, dass dort quasi Insellösungen entstehen. Und wenn es um die Fragestellung geht, wie gestalte ich denn mein Wohnumfeld oder habe ich denn dort Probleme mit der Ordnung und Sauberkeit, dann sind die
mittleren Beiräte nur für die Wohnungen der WED zuständig, aber haben quasi keine Verbindung zur Nachbarschaft. Das ist eher kritisch zu sehen. Und genauso kritisch sehe ich natürlich den Punkt, dass es hinreichend viele Möglichkeiten gibt, sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Wir hatten ja vor uns die Diskussion der Stadtbezirksbeiräte über die Stadtbezirksbeiräte und das dort anliegende Budget kann man ja eine Vielzahl von Projekten auch als Mieter starten, auch wenn es darum geht, Grünanlagen zu sanieren, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Nachbarschaftsvereine, stadtteilbezogene Initiativen, Quartiersmanagement, Mietervereine und ich sag mal, für das Thema Ordnung und Sauberkeit gibt es noch Mängelmelder bzw. Schiedsstellen, wenn es Probleme in den Haushalten gibt. Von daher sehen wir die Vorlage kritisch und würden die auch ablehnen. Danke. Als nächste Fraktion, und damit wäre die Fraktionsrunde abgeschlossen, Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, Herr Schmelich, ja, 100 Jahre Mieterbeiräte, ist ja nicht immer nur positiv gewesen. Gut, okay, es war nicht alles schlecht in der DDR, die Hausgemeinschaft mit der Hausgemeinschaftsleitung und dem Hausvertrauensleuten. Ich bin ja schon dankbar, dass der Herr Gielke die Spontanassoziation mit der Sowjetunion in den Räten brachte und nicht mit den Blockworten. Er muss ja heute auf alles gefasst sein. Erwarten Sie von diesen Beiräten keine Wunder. Mieter, Mietwesen, Mietrecht ist keine Mehrheitsentscheidung in der Hausgemeinschaft, sondern hängt vor allen Dingen vom individuellen Mietvertrag ab und die können im Haus sehr unterschiedlich sein. Das heißt, überall, wo wir Beratungen machen, haben wir im Prinzip das Problem, dass es rechtliche Probleme gibt und in die kann so ein Mieterbeirat nicht eingreifen. Ein Mieterbeirat hat keine wehrfähigen Rechte. Er ist im Prinzip eine Kanalisierung von Kommunikation. Und damit beginnt eigentlich das Positive und wir merken jetzt auch in der WED, wir haben nicht nur Häuser, wir haben jetzt auch Mieter und diese Mieter haben auch untereinander manchmal Probleme. Und egal, was der Stadtrat heute beschließt, ob er das ablehnt, wie es im federführenden Ausschuss gewesen ist, oder ob er dem zustimmt, was wünschenswert wäre, ich denke mal, in der WED wird es auf diese Mieterbeiräte hinauslaufen. Das wird kommen. Sie sehen die WED noch nicht, wie sie jetzt gerade ist. Sie sehen immer noch diese Anfangsprojekte, die über die Stadt verstreut sind. Auch dort wird es teilweise Mieterbeiräte geben, weil es da schon jetzt auch Kommunikationsbedarf gibt, auch unter den Mietern. Da gibt es das berühmte nicht oder doch riechende Kaninchen, da gibt es Lärmbelästigungen und das ist natürlich auch für die WED gut, wenn sie über solche Dinge, über Vertrauensleute, die auch gewählt sind, die legitimiert sind, Dinge in die Häuser vor Ort verlegen kann und dort im Prinzip auch eine Klärung herbeiführen kann. Das ist sehr sinnvoll. Des Weiteren haben wir hochkonzentrierte Bestände neuerdings im Jägerpark in Gurbitz über diese Wohnung, die wir jetzt gerade mit unserem Vonovia-Deal gekauft haben und über dort jede Menge in Zukunft zu klären, wenn wir in die Sanierung, die energetische Sanierung dieser Häuser einsteigen müssen, die nach 40 Jahren einfach sanierungsreif sind. Und hier ist der Mieterbeirat ein wunderbares Instrument, um Dinge, die notwendig sind, zu kommunizieren. Die Mieterinnen und Mieter kriegen in der Regel dann ein Schreiben mit der Modernisierungsankündigung. Viele sind damit im Prinzip erstmals in ihrem Leben konfrontiert. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Kommunikation dieser Fragen, der Sanierung, des Mietrechts, auch der Beratung durch den Mieterverein zu konzentrieren. Es ist auch es ist zwar schön, wenn der Mieterverein mehr Mitglieder hat, aber im Prinzip so ein Klumpen-Sanierungsfall mit im Prinzip am Ende mehreren hundert Wohnungen, die immer auf einmal betroffen sind, stellt natürlich auch in der Beratungspraxis eine gewisse Belastung dar. Und das kann man über diese Weise, über Einzelmitglieder, vielleicht auch mit einer Klärung des Mietervereins, dass im Prinzip dort dann einer für alle beraten darf, die Probleme kommen ja oder die Fragen sind ja ähnlich, dass dort im Prinzip eine Vereinfachung gerade auch für die WED stattfindet. Wenn die WED das alles individual vertraglich klären muss, das ist ein ungeheurer Aufwand, da ist der Mieterbeirat sozusagen auch für die WED gut, um hier Ansprechpartner zu haben.
Also sehen Sie es mal im Prinzip auf die Zukunft, auf die Sanierungsaufgabe, die wir haben in hochkonzentrierten Wohnungen und damit auch die Vorteile für die WED. Und das ist jetzt auch der Schlüssel, den ich ziehe. Die WED wird es am Schluss bei denen, die das wollen, sowieso anerkennen, auch machen. Insofern ist auch der Antrag der SPD sehr sinnvoll, der im Prinzip hier das von der Stadt her auch im Prinzip ein Stück absegnet, der hier auch im Prinzip für diese Aufgabe nochmal im Prinzip für ein Konzept einen kleinen Beitrag mitleistet, dass die WED hier nicht finanziell belastet ist. Das in der Satzung abzubilden, halten wir für übertrieben und denken, dass der Weg der SPD, dieser Ersetzungsantrag, der bessere ist. Also ich kann nur noch mal an Sie appellieren, denken Sie an die Sanierungsaufgabe, denken Sie an die Konflikte, die dabei in Hausgemeinschaften entstehen, auch im Verhältnis zu Mietern, denken Sie daran, was im Prinzip teilweise an rechtlicher Beratung dann auch also eingekauft werden muss, die man vielleicht auf einer Vertrauensbasis auf die Weise allen Beteiligten umgehen kann. Insofern sind die geplanten Mieterinnenbeiräte ein gutes Mittel hier für alle, das Leben ein Stück einfacher zu machen und der WED ein großes Stück Arbeit abzunehmen. Das wäre mein Appell an Sie und stimmen Sie also bitte dann diesem Anliegen zu. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen, Herr Lichti und dann Herr Engel. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diese sehr spannende Debatte, wo dann doch mal wieder die wirklich Grundpositionen der verschiedenen politischen Kräfte, die Gesellschaftsbilder, die Menschenbilder so wunderbar durchscheinen, dass sie erkennbar werden. Zunächst das Allerwichtigste, es geht um ein Recht. Es geht um ein Recht der Mieterinnen und Mieter. Es geht nicht um eine Pflicht. Es geht darum, dass wir die Selbstorganisation von Mieterinnen und Mietern von unten nach oben anerkennen und fördern wollen. Es geht nicht, Herr Wirz, um eine, sag ich mal, Erleichterung der Verwaltung durch die WED oder andere große Genossenschaft. Darum geht es explizit nicht. Wenn die diese Aufgabe, diese Vermittlungsaufgabe übernehmen, schön, aber das ist nicht der Kern und der Zweck. Die Rede, die jetzt die SPD gehalten hat, Vincent war es genau, die klang jetzt anders als der Antrag. Weil wenn ich nämlich den Antrag der SPD genau lese, dann lässt er letztendlich offen, ob nach dieser umfänglichsten Prüfung, die auch wirklich bis ins Extenso beschrieben wird, dann als Ergebnis rauskommt, dass wir sowas wie Mieterinnen und Mieterbeiräte brauchen. Das hat Vincent Rehs jetzt anders dargestellt. Er hat es jetzt so dargestellt, dass die SPD da dafür wäre. Wenn man den Antrag liest, dann geht daraus genau das eben nicht hervor. Von daher würde ich einfach auch bitten, dass die SPD vielleicht dann auch ihren Antrag entsprechend klarstellt und überarbeitet. Die Hauptkritik uns gegenüber war ja der, Die Hauptkritik an unserem Antrag war ja der, dass wir hier etwas vorgeben würden mit den 6 Mietparteien, mit den 5 und so weiter und so weiter und so weiter. Das sage ich jetzt wirklich ganz klar. Wenn der Oberbürgermeister da eine andere Regelung vorschlägt, haben wir nichts dagegen. Der Kern dieses Antrages ist im Grunde die Beauftragung der Erarbeitung einer Satzung. Darum geht es uns. Und dann kann natürlich in der Weiteren, wir wollen den Startschuss geben, und dann kann natürlich dann im Laufe der Debatte auch durchaus angepasste, sinnvollere Regelungen kommen. Was wir allerdings nicht wollen, ist, dass es dann ein Gesamt-WED oder nur eine Gesamt-WED-Mieterin-Beirat gibt, sondern wir wollen schon eine handhabbare Größe, wo die Leute sich auch in ihrem Wohnumfeld noch kennen und auch miteinander sprechen können. Der Redner der AfD, nur ganz kurz, es hat sich mal wieder, wir hatten gestern ja die Debatte und nur zur Illustration, da zeigt sich eben das autoritäre Gesellschaftsbild. Ja? Es würde kein Interesse bei den Menschen bestehen, die würden sich ja für was anderes interessieren. Oder auch Herr Lehmann, ja? Es gäbe ja genug Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. Nee, genau, natürlich gibt es die, aber genau darum geht es eben nicht. Es geht um Rechte und nicht, dass einer sich mal ehrenamtlich, unverbindlich irgendwo engagieren kann und dann hat er damit Erfolg oder nicht Erfolg. Und es bleibt dann, sage ich mal, dem allgemeinen Belieben. Deswegen bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu. So, dann Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich glaube, in der Debatte ist mal wieder deutlich geworden, dass es bei der AfD mal Not tun würde, sich vorher mit dem Sachverhalt auch zu beschäftigen, wenn man hier nach vorne tritt. Also ernsthaft, wie kann man sich hier vorne hinstellen und behaupten, dass Sanierungen bei der WED kein Thema wären? Also es liegt daran, weil sie natürlich nur die Neubauten im Blick haben, die wir in den letzten Jahren neu errichtet haben auf kommunalen Grundstücken. Was sie aber vollkommen ignorieren, sind nicht nur die 1200 Wohnungen, die wir jetzt von der Vonovia erwerben, sondern auch die 327 Wohneinheiten, die wir zum Beispiel im Pieschen Süd haben, die wir vom Sanierungsträger übernommen haben. Gebäude, die rund um 1900 entstanden sind, wo man natürlich in den nächsten Jahren auch schauen muss, wie man nach der Erstsanierung in den 90er Jahren jetzt auch vielleicht energetisch weiter nachrüstet. Und da werden Diskussionen entstehen. Und da gibt es natürlich Dinge, die man zusammen mit den Mieterinnen und Mietern auch regeln muss. Dementsprechend ist es wirklich ein Irrglaube, dass man das mit so einem Argument jetzt hier einfach vom Tisch wischen kann. Ich will an der Stelle aber schon noch mal auch einen kurzen Blick in den SPD-Antrag wagen, weil da steht jetzt nicht drin, die Verwaltung soll prüfen, ob man ein Konzept macht oder nein. Da steht drin, ein Konzept für die zukünftige Mitbestimmung von Mieterinnen und Mietern vorzulegen. Das steht im Beschlusspunkt 3. Das ist eine sehr klare Zielrichtung, dass wir tatsächlich da etwas haben wollen und nicht einfach abgewogen haben wollen, sondern dass da uns tatsächlich etwas vorgelegt werden soll. Also da würde ich schon noch mal darum bitten, dass wir das ein bisschen differenzieren, weil wir haben ja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, drei unterschiedliche Typen an WED-Wohnungen jetzt zukünftig in unserer Stadt. Wir haben die verstreuten Neubauprojekte in der kompletten Stadt, die oft sehr unterschiedlich groß sind, von knapp zweistellig bis hin zu einem höheren zweistelligen, zu höheren zweistelligen Wohnungsanzahl. Wir haben den Altbaubestand in Pieschen Süd, der für sich genommen sehr viele kleine Häuser enthält, die oft nicht direkt nebeneinander liegen, trotzdem in einem Stadtteilumgriff, was man sicherlich auch anders organisieren kann als den Neubaubestand. Und wir haben jetzt die neuen Bestände, die wir zum Beispiel im Jägerpark haben, die räumlich extrem konzentriert sind, wo bei der Wohnumfeldgestaltung nochmal andere Potenziale auch liegen. Und ich glaube, der Ansatz, wie wir ihn in unserem Ersetzungsantrag aufgeschrieben haben, das ein bisschen sich nochmal anzuschauen, wie kann man das gut organisieren, wird dieser Sachlage eher gerecht. Und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal für unseren Ersetzungsantrag werben. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wird noch ein Schlusswort gewünscht? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Da habe ich zunächst den Ersetzungsantrag der SPD vorliegen, den ich zunächst abstimmen würde. Wenn der keine Mehrheit hat, dann der negative federführende Ausschussbericht. Und wenn der auch keine Mehrheit bekommt, dann der Antrag. So, die Reihenfolge wie üblich. Wer dem Ersetzungsantrag SPD folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 18 Enthaltungen, hat keine Mehrheit bekommen. Dann stimmen wir über den negativen federführenden Ausschussbericht ab. Also wer den Ausschussbericht annimmt, lehnt den Antrag ab. Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende Ausschussbericht abgelehnt worden und wir kommen damit zur Abstimmung über den Originalantrag. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. 35, 32, 0 wäre damit angenommen. Bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nachhaltig Kostensenkpreis.